Herzlich willkommen zurück im Land der Irrungen und Wirrungen, nachdem wir in der letzten Folge die staubige Cassandra besiegt haben, betraten wir diese verspukte Zauberwelt, in der wenig so ist, wie es scheint. Wir schreiten durch diese Tür auf der Jagd nach dem geisterhaften Trio. Und wenn man schon vom Teufel spricht, dann ruft man ihn meistens, so wie in unserem Fall eben. Jetzt sind sie also durch diese Tür, aber zuerst schauen wir uns natürlich noch diesen Raum an, der sicherlich auch noch einiges mehr bereithält als nur ein paar Getränke, Becher und Rosen. Kann man den drehen? Nee, nicht so wirklich. Aber irgendwie sieht er verdächtig aus, der Tisch. Aber guck mal, was haben wir denn da Hübsches? Wir haben ein Juwel. Nur wie man da rankommt, ist mir momentan noch schleierhaft. So einfach nicht. Ich darf hier auch nichts aufziehen. Vielleicht muss ich irgendwas dagegen werfen. Das sehen wir dann noch. Ist hier irgendwas? Nee. Und da drüber kann ich auch nicht. Und da drunter durch? Auch nicht. Okay. So, was haben wir hier? Einen Schaltkasten. Und hier darf ich blitzen. Ah. Verstehe. Für eine kurze Zeit. Ah, okay, verstehe. Da postieren wir Luigi. Und Luigi wird das Juwel in Empfang nehmen. Perfekto. So. Und nun. Her damit. Danke sehr. Wundervoll. Das zweite Juwel. Der Würfel ist einmal mehr gefallen. Badumts. Und nun wird auch hier noch geblitzt. Da ist aber nichts allzu Spannendes drin, außer irgendwelche Süßigkeiten, die aussehen wie Moleküle. Oder so. Aber auf die Bühne komme ich anscheinend wirklich noch nicht. Oder doch? Also da drüber kann ich anscheinend wirklich nicht. Und somit muss ich noch ein wenig länger auf meinen großen Auftritt warten. Wenn es auch schmerzt. So, können wir da durch? Habe ich mir fast schon gedacht. Also geht's hier durch erstmal. Oder war der Schlüssel in einer anderen gläsernen Vitrine? Wird das ein gutes Ende nehmen? Nein oder nein? Okay, und nun ziehen wir an diesem Strang. Okay. Oh, was haben die mit ihren Gebissen? Da war Geld drin und sonst. Okay. Sehr seltsam. Wir müssen aufpassen, nicht dass wir gleich bei lebendigem Leibe mal so richtig glatt gebügelt werden. Das wäre eher unschön. So. Ist die Wäsche schon fertig? Ja. Da bekommt Geldwäsche doch nochmal eine ganz andere Bedeutung. 90 Grad Kochwaschgang, 1400 Umdrehungen. Aha, und da haben wir noch eine zweite. So, der Geldtrockner wahrscheinlich. Ja, könnte sein, aber der
hat genau keine Funktion, oder? Doch. Natürlich. Oh, hallo. Und och, du gute Güte. Will ich's wissen? Ich will's schon wieder überhaupt nicht mehr wissen. Ich glaub's echt nicht. Ein Geldgeist. So. Na komm. Sehr schön. Aber nicht das, was ich hier erwartet habe. Okay, aber das nehmen wir natürlich auch alles gerne mit. So ist ja nicht. Dadurch kann ich Überraschung nicht, aber... Hier wird doch noch irgendwas sein. Oder etwa nicht. Ja, anscheinend liegt die Betonung auf nicht. Ah, na, wen haben wir denn jetzt hier? Was auch immer er schon wieder für Manöver ausführt. Y und dann? Und dann? Was soll ich tun? Soll... Gibt er mir nur einen Tipp oder... Ah, er hat mir nur einen Hinweis gegeben. Das ist ja freundlich und... Oh... Ein ausgesprochen kostbarer Hinweis. Dahinter ist eine Tür. Was ist hier drin in Hai? Ja, kind of. Und da eine schöne kindliche Idylle beherbergt eine Tür. Ah, verflixt. Da muss ich einmal durch, bitte. So, hoffentlich geht das noch zeitlich. Na, komm her. Kommt jetzt her. Ein goldener Fisch. Sehr schön. So, die Tür ist freigeschaltet. Aber sehen wir uns doch erst nochmal hier um. Aber den... kann ich noch gar nicht unbedingt holen, oder? Wie soll ich mir den hier angeln? So. Und jetzt hoch? Nee. So höchstens? Nee. Ja. Zu dumm. Aber kein Weltuntergang. Es sei denn, hier war noch was Spannendes. Sieht aber nicht so aus. So. Gut. Ah ja. Hoffentlich werden wir darin nicht so schnell landen. Ein Wassertank für Entfesselungskünstler und all jene, die es werden wollen. Ich liebe es, wenn meine Aktionen solch riesige Auswirkungen haben. Ah, okay. Auf dem Servierteller überreicht man uns den Schlüssel. Nee, so einfach leider nicht. Süß, aber auch eventuell recht nervig. Wohin damit, ist die Frage. In den Käfig? Nee. Was mache ich denn damit? Wohin mit einem widerspenstigen Häschen? Muss ich's durch die Ringe buxieren? Wohin damit? Ja, da rein anscheinend nicht. Oder gibt's hier einen Hut? Irgendwas Klischee Kaninchenmäßiges. Aber nein.
Hier gibt's keinen Hut. Also eventuell doch durch so einen Ring. Oh, es tut mir irgendwie leid. Nee, aber ich darf's auch nicht schleudern. Also irgendwie... Was kann ich denn da tun? Ich kann's nicht. Oder doch, warte mal. Was soll ich nur mit dir machen? Nee, das geht nicht. Vielleicht muss ich irgendwas hier noch freischalten. Oder, ach, ich bin ja auch gut. Ich muss natürlich anleuchten. Ah, und da mache ich das natürlich so. Einmal, ganz brutal. Es wird festgehalten, damit es nicht fliehen kann. Ach so. Das ist aber ein flinkes Häschen. Wenn du die Düsterlampe einsetzen... Ach, Mist, weg mit dem Ding. Einsetzen willst, wirst du es fangen. Und dann stellt sich die Frage, wie du ihn mit der Düsterlampe zusetzen kannst, während du es gerade festhältst. Hey. Zauberei, Immanuel. Es ist pure Magie. Sehr schön. Mein Lieblings... Uiuiui. Kumpel geformt aus Waldmeister Wackelpudding. Sehr gut. Ich denke irgendwie nie daran, dass diese von den Kugeln besessene Dinge natürlich dementsprechend auch mit der Düsterlampe bekämpft werden wollen. Das sollte ich mir vielleicht endlich mal merken. So, aber wir haben den Schlüssel geholt und somit stellt sich höchstens noch die Frage, was in diesem Raum sonst noch so verborgen ist. Nämlich nicht mehr allzu viel. Oder? Oh, hallo. Was haben wir denn da? Drehbare Ringe. Okay. Das ist schon mal ein interessanter Hinweis. Und der... Vielleicht löst der ja irgendwas Spannenderes aus. Nö. Oh komm. Da hätte ich mir aber schon ein wenig mehr erhofft. Schweinerei. Und wegnehmen kann ich dir auch nicht. Langweilig. Ausgesprochen unspannend. Uiuiui. Ich sehe mich da drinnen schon. Winden. In Todesangst. Es hilft nichts. Okay. Was haben wir hier? Ein schwebendes Bett, das gar nicht mal so wirklich schwebt, sondern vielmehr von unsichtbaren... Oder wobei, eigentlich eher von Spiegeln getragen wird. Eine coole optische Täuschung. So, weg. Weg. Ich weiß nicht, ich hab's mit den Viechern in diesem Spiel noch nie so gehabt. So, Moment. Dahinter vermute ich irgendwas. Aber zu Unrecht, wie es scheint. Und hier, was haben wir hier? Hallo.
Geld und eine Wattekugel. Und wenn wir nochmal dran ziehen, was haben wir dann? Vielleicht das nächste Juwel? Nee. Ah, kann ich da vielleicht drauf? Nö. Sonst hätte ich mich vielleicht an einen mysteriösen Ort befördern lassen können. So. Ein ausschraubbarer Tisch, wie praktisch. Aber was wird hier wirklich gespielt? Was ist das für eine Tür? Oh, ein paar Seifenbläschen. Wie schön. Und das darf ich doch bestimmt ansaugen. Oder auch nicht. Hm. Es kann doch nicht so unspannend sein, wie es aussieht. Oder etwa doch. Leben. Hochgradig nett. Muss auch hin und wieder sein. Was ist da? Sieht irgendwie aus wie der goldene YouTube-Play-Button oder so. Vielleicht hat der hier residierende Hotelgast den ja gewonnen. Die Wahrheit bleibt uns verborgen. Und da ist auch wirklich nichts mehr. Nö. Gut, dann geht's weiter durch diese Tür. Moment. Ah, verstehe. Ich muss erst die Vorhänge wegsaugen. Logisch. Jetzt darf ich. Huch. Oh, welch bösartiger Scherz. Okay. Einmal gespeicherter Reichtum. Und da haben wir was. Wirklich nicht mehr? Oder muss ich damit eine Kombination einstellen? Ich glaube, das muss ich bestimmt. 666. Oder 1105. Nee, das haben wir gehört, das geht eher nicht so gut. Eher nicht so gut mit Würfeln. Aber muss ich hier wirklich? Kann ich dann? Nee, warte mal, kann ich? Nee, aber ich kann die. Nee, ich glaube nicht. Aber das sollten wir im Hinterkopf behalten. Und da kann ich rein? Warum sollte ich das wollen? Das wird sich. Oh Gott, noch zeigen. Erstmal. Nein. Erstmal will ich meinen Reichtum. Warum will ich das? Was ist da? Okay, sie kommen uns nicht. Oh Gott, oh Gott. Entgegengesprungen. Deswegen vielleicht? Ah, so erkennt er uns nicht. Oder doch? Doch. Was verpasse ich? Ist das nur ein Gag? Oder was ist hier los? Mist. So ein Mist aber auch. Nimm ich. Oh je.
Luigis armes Wackelpuddingherz pocht wie wild. So ein mieser Fiesling aber auch. Was kann ich denn da tun? Warte mal. So, jetzt aber. So, jetzt ist's aus und vorbei. Okay, das war das. Zurück zu unserer anderen Frage. Was bringt mir dieser Hut? Verrät er mir vielleicht, in welches Haus ich gehöre? Das kann natürlich sein, aber ansonsten... Soll ich den irgendwie auf den Tisch befördern? Oder... Warte mal, Moment, was? War da nicht ein Tisch? Oder sehe ich den gerade nicht? Ah, ich... kann ich? Sie hat keinen. Moment. Jawohl. Oh. Ich wollte doch gerade sagen, die gute Dame hat ein nacktes Haupt. Das ist ja für eine ordentliche Geistermagierin eine Schande. Oh, sehr cool. Und eine sehr coole Wendeltreppe. Doch, doch. Das hat mir durchaus gefallen. Aber jetzt gehen wir doch durch diese Tür. Oh je, das sieht schon wieder mit den Kerzen außenrum aus wie eine satanische Kultstätte. Ich spüre es schon wieder. Oh ja, 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 es kommen die Ritualdolche. Mhm. Es passt. Was wird hier schon wieder gespielt? Ich will's doch gar nicht wissen. Hallo, Kiste. Schön, dich zu sehen. Wie Super RTL. Aber wie ich da rankomme, oder muss ich dich erscheinen lassen? Ja. Sag das doch gleich. Hallo? Jetzt, ach, verletzen die mich. Ich glaube echt, ich spinne. Aber es regnet mal wieder nur Gebisse. Wir sollen dadurch. Oder hätte ich erst da... Sie hat meine Mütze in ihren Hut gezaubert und dann aber festgestellt, wie viele Läuse da dran kleben und den Schweiß gerochen und dann, oh, wollte sie ihn nicht behalten. Meinen geliebten, trauten Hut. Mario wurde seine Kopfbedeckung im Laufe seiner Karriere ja schon öfters beraubt. Und ich jetzt um ein Haar auch, aber Moment... Ist das ein komischer Grafikfehler oder hat das eine Bedeutung? Und was ist das? Ach, ein Totenschädel. Ein Tomaten-Totenschädel. Man ist sich nicht so einig. So, haben die drei Damen hier ihr Geschäft verrichtet? Anscheinend nicht. Hier winkt mir Reichtum.
Mehr aber auch anscheinend nicht. Ach so, ich soll mich denen hier stellen. Oh. Und nun bin ich wieder hier. Oh ja. Und hier haben sie natürlich auch jede Menge zu spielen. Die Feinde. Und einmal bitte weg und einmal bitte her mit euch. So und so und so. Wundervoll. Aber wie geht's jetzt weiter? Hello. Ist ein gutes Stichwort. Mhm. Die Würfel sind noch lange nicht gefallen. So, wo sind die? Da bestimmt. Ja, natürlich. Wo sonst? Und jetzt her mit dir. Aber es sind Normalos. Man glaubt es ja kaum. Hilfe. Was mache ich denn? Ach Quatsch. Hilfe. Weg. Weg. Du verspottest mich. Unmöglich. So. Das war's schon. Ich meine, gut. Sie haben mich schon gut verletzen können, aber ich wundere mich, dass man mich mit Normalos abspeisen will. Oh. Alles voller Goldgeister. Auch sehr interessant. Was hat's mit denen auf sich? Wo sind sie hin? Hallöle. Aha. Aha. Und Geister kann man... Oh, die hätte ich vielleicht nehmen sollen, die Lebensenergie. Geister kann man in Spiegeln sehen. Ist mir, glaube ich, noch nicht aufgefallen bisher. Weg, das ist ja hier. Aggressiv sind die. Die sind nicht ohne gewesen. So, und jetzt näher. Moment. Das ist mir auch vorhin aufgefallen. Ich wechsle dauernd die Etagen. Es ist eben eine Zauberetage. Also nicht die Etage, sondern die Ebene. So, Sekunde mal. Das ist welcher Raum? Wir werfen dann anschließend mal einen Blick auf die Karte. Was auch immer er gerade geworfen hat, ich habe es nicht so ganz gesehen. Fest steht, es wird ihm leid tun. Ganz gleich, was es auch war. Hallo hier. Es geht los. Ja, rein da. Brutal. Hab ich ihn in den Ventilator gestopft. Aha. Aber einer tummelt sich hier noch. Nur wo ist die Frage? Aha. Mist. Na?
Hier poltert's. Wo zeigt er sich? Na komm. Na doch, da. Freches Federvieh. Er mäht schon wie eine Ziege. Na komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist aber... Ich treffe den nicht. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt ist aber Schluss. So, jetzt haben wir es. So, Sekunde mal. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, das ist nur eine Ebene. Ich verstehe. Okay. Logisch. Klar, wir sind ja auch nicht hoch oder runter. Das Achteckzimmer. Das ist... Das Achteckzimmer. Ich habe dummerweise nie auf die Zimmernamen geschaut. Okay. Oh ja. Na, wen haben wir denn da? Unseren kleinen Entfesselungskünstler. Klein ist gut. So. Na. Wo ist er? So, und noch einmal. Und jetzt. Das wäre der gewesen. Aber ich nehme mal an, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, sind wir auch, glaube ich, wenn man uns permanent irgendwelche Gegner in den Weg wirft. Jetzt haben sie erstmal ihren Auftritt. Ich will auch. Das ist ja frech. Dafür muss er schon mal bezahlen. Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Hallo. Drei Fliegen mit einer Klappe verloren. Mist. Das war auch ganz schön sportlich. Muss man einfach mal sagen. Ja, so ist recht. Kommt näher, kommt heran. Hier werdet ihr genauso getötet wie nebenan. Oh. Das wär's. So, nun müssen wir, Moment. Kann ich jetzt auf die Bühne durch den Spalt schauen? Nö. Immer noch nicht so ganz. Okay. Reichtum und Glück verspricht uns der Teppich. Was verbirgt sich wirklich dahinter? Ja. Eine nette Überraschung. Aber nur, wenn man nett vollkommen neu definiert. So, Mist. Verflixt aber auch. Weg. Die sind aber ganz schön frech und trickreich. Weg hier. Ich muss gestehen, in dieser Masse nerven die wirklich. Zum ersten Mal so richtig. Und sie alle haben immer noch nicht genug. So. Weg und wo noch? Na, da.
so nämlich. Jetzt nichts wie rein. Und da haben wir noch einen von der Sorte. Das ist auch cool. Damit habe ich schon länger gerechnet, dass der endlich mal lebendig wird. So lebendig ein Geist eben ist. Na? Mein so nah? Betrügt mich doch etwa nicht jetzt. Aber ich glaube, das funktioniert. Mensch, Mensch, Mensch. Aber mir ist aufgefallen, dass die Wunderlampe nur bei den Grus funktioniert. So, Moment. Nee. Sekunde mal. Wenn ich halt... Das Achteckzimmer, war das? Das... Ah, das Ritualzimmer, dachte ich mir. Was auch sonst. Oh weh. Ja, ich sehe schon. Willkommen zum magischen dreifachen Bosskampf der Etage der Täuschungen. So, wie verfahren wir hier? Vielleicht kommt die Wunderlampe zum Einsatz, die ja für gewöhnlich alle Täuschungen aufzudecken vermag. Mist! Ich sehe schon. Aber wann sind sie angreifbar? Anscheinend nie. Kann man die Hüte ihnen wegsaugen? Nö. Erstmal eher nicht. Nee. Und die Karten darf ich auch nicht aufsaugen. Moment. Kann ich sie so täuschen? Warte. Nee. Was kann ich da tun? Im Moment habe ich wirklich gar keine Idee. Hoffentlich ändert sich das bald. Was kann man da tun? Ah, solches. Und jetzt wird gezogen und gezerrt. Und da haben wir auch schon die erste der schrecklichen drei Schwestern. Ah, okay. Das sind drei unabhängige Bosse. Und der erste ist bezwungen. Aber sie zaubern sich einen Lückenfüller. Siehst du mal, so schnell ist eine Schwester ersetzt. Unglaublich. Unglaublich. Kommt jetzt schon das entscheidende Element? Nö. Oh, die Karten sind böse. Jetzt aber. Oh, ich hätte mir merken müssen, unter welchem Hut eine Schwester ist. Es hat aber geklappt, zum Glück. Mit mehr Glück als Verstand. Mit deutlich mehr. So. Jetzt aber.
Nur ein Hut ist richtig, die anderen beiden. Gefährliche Täuschung. Der ist es. Der mittlere. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Immer noch Mitte. Jetzt muss ich ihn nur im Blick behalten. Im Moment ist's nach wie vor der mittlere. Hütchenspieler wie an der Berliner Mauer. Ich glaube ja wirklich, ich spinne. Och ja. Ja, ist gut. Ich glaube jetzt, kann man nicht mehr von mir erwarten. Mit der Wunderlampe vielleicht. Oh, Mensch, hab ich ein Glück. Heute habe ich wirklich Glück. Ausnahmsweise mal. Ja. Oh ja. War es das wirklich? Ich bin skeptisch. Denn das war mir ein wenig zu leicht. Okay, aber ich habe wirklich anscheinend wahnsinniges Glück gehabt. Und habe immer die richtige Schwester erwischt oder überhaupt immer den richtigen Hut. Wow. Ja, so kann es auch gehen. Zur Abwechslung mal. Alles Glück, das ich in den letzten Folgen nicht hatte, hat sich aufgestaut und sich nun entladen. Jetzt müssen wir nur noch zum Aufzug finden. Oder kurz gesagt, wir sind verloren. Wir müssen jetzt einziehen hier auf dieser Etage. Und dann könnten wir theoretisch den Knopf einsetzen. Theoretisch. Denn ich bin noch skeptisch. Die haben bestimmt ein Comeback. Und klauen mir den Knopf nochmal, oder? Na komm. Im Aufzug. Komm. Komm. Es kann nicht so einfach sein. Nee. Bisher galt eingesetzt immer als eingesetzt. Und nach all den Strapazen dürfen wir Urlaub machen an der Strandbar. Na, da freut sich Luigi aber schon sehr. Für diese Folge soll es jedoch heute Schluss sein. Danke, dass ihr dem magischen Unfug wieder beiwohntet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.